Hi und hallo erst einmal und herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Wo ist Sven ist wieder mal eine sehr interessante Frage und zwar befinde ich mich heute in Euskirchen. Die erste Etappe bin ich schon gelaufen, beziehungsweise die ersten zwei Etappen. Das ist jetzt die dritte Etappe im zweiten Video. Und ich freue mich schon riesig, denn heute ist ein absolutes Highlight und zwar ist das die Hartburg bei Stotzheim. Ja, ist eine wunderschöne Wasserburg auf dem Berg. Und darauf freue ich mich. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal los. Hier ist es relativ windig und dementsprechend gehe ich jetzt zügig weiter Richtung Eifel. Jetzt bin ich hier in Euskirchen im Industriegebiet. Langsam aber sicher werde ich jetzt Richtung Erft wieder gehen und dann Richtung Eifel. Und wie man jetzt sieht, zum ersten Mal für heute wieder an der Erft. Und ich bewege mich jetzt langsam aber sicher auf die Hartburg zu. Ich freue mich schon tierisch drauf. Das ist eine Wasserburg auf dem Berg. Sehr beeindruckend. Ja, man kann schon sagen, dass es schon eine Ruine ist. Ich war vor ein paar Wochen dort. Dort hatte ich aber leider nur die GoPro mit und heute mal mit dem Camrecorder. Ich freue mich schon. Ich denke mal, da werde ich mir auch gleich Zeit lassen, um die schöne Hartburg zu filmen. Ich hatte eben seit einer längeren Zeit den Jakobsweg bzw. den Pilgerweg. Die Schilder schon länger nicht mehr gesehen. Dementsprechend habe ich mir echt Sorgen gemacht, dass ich mich irgendwie verlaufen habe und die Hartburg nicht mehr finde. Oder beziehungsweise dran vorbeilaufe. Aber ich war gerade sehr glücklich, wo ich dann wieder das Schild gesehen habe. Und wie man jetzt sieht, hinter mir ist die Hartburg. Und hier gibt es auch einen Borg-Rundgang. Und den werde ich auch heute machen. Denn ich habe einfach Lust drauf. Der Borg-Rundgang gehört zwar jetzt nicht zum Pilgerweg, aber den mache ich gerne noch zusätzlich, denn ich freue mich jetzt hier in diesem herbstlichen Wald schöne Aufnahmen, schöne Fotos zu machen, Leute. Und direkt am Anfang von diesem Borg-Rundgang, ja, ist hier so eine schöne Hütte, auch hier vor mir ein paar schöne Sitzmöglichkeiten. Und wenn ich den Rundgang einmal rund gegangen bin, dann werde ich hier mich hinsetzen, ja, und ein bisschen was essen. Okay. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich jetzt hier eine Ehrenrunde drehe. Okay, ich würde sagen, ab die Post. Oh,
jetzt hinter mir sieht, ein schöner Pfad und dem werde ich jetzt folgen. Mal gucken, wo der hinführt. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, bis jetzt auf den Jakobsweg von Köln bis hierher vermisse ich so ein bisschen die schönen Pfade, die kleinen Trails, sage ich mal. Das sieht doch schon mal sehr traumhaft aus. Mal schauen, wo dieser Weg hinführt. Ich bin echt gespannt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich den Jakobsweg nicht gut finde. Ja, aber erwähnen wollte ich es auf jeden Fall mal, dass es überwiegend auf Asphalt geht und ja, selten mal so coole Trails, wie ich jetzt hier an der Hardburg finde. Sehr, sehr schön, Leute, echt. Die Hardburg, die gefällt mir echt gut. Waren jetzt vielleicht 15 Minuten einmal rum. Und ja, super, hat sich auf jeden Fall gelohnt. In Bad Münstereifel endet ja heute meine Etappe von Euskirchen nach Bad Münstereifel. Ist die dritte Etappe und dort trifft der Bonner Pilgerweg auf den Kölner Pilgerweg, wo ich mich ja gerade befinde. Und an dieser Stelle möchte ich euch entscheiden lassen, ob ich den Pilgerweg nach Bonn gehe, dann zum Siebengebirge und dann den Rheinsteig weiter entlang wandere. Oder ob ich den Pilgerweg weiter durch die Eifel Richtung Trier gehen soll. Ich werde unter meinem eigenen Video zwei Kommentare schreiben. Und dieser Kommentar, der am meisten Daumen nach oben bekommt, ja, für diesen Weg werde ich mich dann entscheiden, Leute. Wäre cool, wenn ihr mitmacht. Einfach Daumen hoch für die Entscheidung, ja, die ihr für euch besser findet. Ich bin so bei 50-50. Deshalb möchte ich das sozusagen abstimmen lassen. Mittlerweile habe ich auch Körspenich und Arloff hinter mir gelassen. Ja, und die Eifel sieht mittlerweile auch wie die Eifel aus. Schön bergig, bisschen hoch und runter, aber hält sich noch alles sehr in Rahmen. Und ich würde sagen,
weiter geht's. Jetzt mal wieder auf dem Feld, bisschen windig, aber ich vermute mal, gleich geht's wieder in den Wald. Ja Leute, und wenn dieses Video hochgeladen ist, ist das das 100. Video auf meinem YouTube-Kanal. Schon mega, ne? Und ich wollte noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar mache ich ja YouTube nicht, um damit Geld zu verdienen. Auch in Zukunft habe ich nicht vor, damit irgendwie was zu erreichen oder tralala. Ich mache das nur aus Spaß. Und mich freut es, wenn ihr dabei sein möchtet auf meine Touren. Und mir macht es mega Spaß, ja, die Videos zu bearbeiten am Rechner. Mir macht das Filmen echt super viel Spaß. Zwar kommen dann ab und an auch mal so Kommentare, wie zum Beispiel, ich würde mich wiederholen ständig beim Sprechen. Ich sollte mir doch mal vielleicht so eine Art Drehbuch schreiben oder Skript. Und ich muss dazu sagen, oder beziehungsweise möchte dazu sagen, sowas kommt bei mir nicht in Frage. Ich mache das einfach so, was mir gerade einfällt. Wenn ich mich jetzt noch zu Hause hinsetzen würde und dann da ein Drehbuch schreiben würde für meine Wandertouren und so, ne, das wäre mir dann wirklich zu viel. Und ich gebe mir Mühe, mich zu verbessern, nicht ständig ja zu sagen. Also dementsprechend achte ich darauf, mich nicht ständig zu wiederholen, aber ich mache das nicht, um irgendjemanden zu gefallen, sondern weil es mich selber nervt. Zum Beispiel im Programm, wenn ich die Videos bearbeite. Und ja, wie gesagt, wen das nicht passt, andere YouTuber haben auch schöne Videos und dementsprechend. Und wen das gefällt, was ich so mache, wer mich gerne begleitet, fühlt euch nicht angesprochen, ihr dürft mich gerne weiter begleiten. Ich möchte einfach nur mal sagen, ja, dass mir das im Prinzip alles egal ist, wie ich was filme. Ich mache das alles nur aus Spaß und mich freut es, wenn man zum Beispiel, ja, Dankeschön sagt oder zeigt, dass einem das gefällt mit einem Daumen nach oben oder mit einem Abo. Ja, macht auch Spaß, wenn es Leute gibt, die das dann auch zu schätzen wissen. Sven das Schaf? Eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Hi Pferd, alles klar bei dir? Ja, hinter der Absperrung schmeckt das Gras am besten, ne? Ich habe keine Lust mit mir zu reden. Unglaublich. Jetzt habe ich mal endlich jemand gefunden, mit dem ich reden könnte. Hier auf meiner gigantischen Weltreise. Oh, jetzt zeigt er ein bisschen Interesse. Aber wirklich begeistert ist er jetzt gerade nicht. Eben stand einer vor mir mit so einem Riesenhammer. Hat hier die Pferdekuppel repariert, beziehungsweise den Zaun. Er meinte, ja, da kommt ein Wanderer. Wo gehst denn hin? Ah, stark. Auf dem Pilgerweg, heute dritte Etappe nach Bad Münstereifel. Und ja, er hat mir einen Alternativweg vorgeschlagen, den ich jetzt auch gehen werde. Ja, denn rechts neben mir ist jetzt das Teil von der Erft. Und er meinte, wenn ich den Weg gehe, hat man jetzt bis nach Bad Münstereifel einen super Blick die ganze Zeit. Ja, ein super Talblick und dementsprechend hoffe ich mal, dass er recht behält. Und ja, dann gehen wir jetzt mal in den Friedwald. Mal schauen, ich bin gespannt, ob sich der Weg dann auch wirklich lohnt. Ja, der Typ von eben war mir eigentlich sehr sympathisch.
Gut, der Hammer, den er so hochgehalten hat, hat mich etwas irritiert. Aber ansonsten eigentlich ein sehr sympathischer Eifler Mensch. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie in eine verbotene Zone hineinstoße und ja, dann eine ganze Menge Probleme hier kriege. Ui, geht jetzt schon ständig hoch. Ja, willkommen in der Eifel. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Der Weg eben, der Pilgerweg, ging runter ins Tal. Jetzt gehe ich aber hoch und hier ist wieder der Pilgerweg. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass ich jetzt eventuell schon auf dem Bonner Pilgerweg bin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich jetzt eventuell auf dem Bonner Pilgerweg sein, der ja auf dem Kölner Weg trifft. Und ich glaube, hier bin ich auch mit meinem Vater mal mit dem Fahrrad nach Bad Münstereifel gefahren. Sehr interessant, cool. Echt klasse, hier ist alles sehr gut beschrieben. Was mir auch sehr gut gefällt, die Schilder sind alle aus Holz. Jetzt doch wieder ins Tal. Ja, Talblick hält sich noch in Grenzen, aber ist auf jeden Fall kein schlechter Weg. War eben etwas verwirrt. Ich war eben hier, wollte dort runter gehen. Dort habe ich ja den Mann getroffen, der mir gesagt hat, geh lieber oben rum. Habe ich getan. Und ja, dann kam der Pilgerweg schon wieder. Das hat mich etwas irritiert. Und zwar war ich mit meiner Vermutung, dass das der Bonner Pilgerweg ist, ja, ziemlich richtig. Und gleich werde ich hier an der Kreuzung sein, wo sich beide treffen. Und dann geht es nach Bad Münstereifel. Von Köln bin ich gestartet bis nach Bad Münstereifel. Und hier bin ich mir am Überlegen, ob ich dann nach Bonn weitergehen soll auf dem Pilgerweg. Und dann ins Siebengebirge auf den Rheinsteig. Oder soll ich weiter hier den Pilgerweg entlang gehen Richtung Blankenheim und so weiter. Wie gesagt, ich schreibe mir selbst 2 Kommentare unter meinem Video, unter diesem Video. Gebt einfach einen Daumen nach oben, ja, für was ihr euch entscheidet. Denn wie gesagt, ich bin 50-50 bei meiner Entscheidung. Könnt ihr mir gerne helfen. Und ich bin jetzt auch an dieser Kreuzung angekommen, wo sich der Kölner und der Bonner Pilgerweg treffen. Hier geht es hoch zum ja, in Richtung Bonn auf dem Jakobsweg und dort geht es nach Bad Münstereifel und dort könnte man wieder nach Köln gehen. Und ja, ich würde sagen, mal schauen, wie wir uns entscheiden, oder? Thank you.
Leute, jetzt stehe ich hier in Bad Münstereifel. Ich habe noch für euch jede Menge gefilmt und ich werde sagen, bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, wo ist Sven? Ciao, ciao, Leute!